Der erste Schritt in Richtung Titelverteidigung ist getan. Die Wasserfreunde Spandau 04 gewinnen ihr Halbfinale gegen den SV Ludwigsburg 08 mit 21:5 und stehen somit im Finale des DSV-Pokals. In so großen Spielen sind Kleinigkeiten immer diese entscheidenden Sachen. Entscheidend ist heute vor allem, dass sich die Spandauer in Schwarz kaum einen Fehler erlauben und selbstsicher auftreten. Allen voran der frisch gebackene serbische Olympiasieger Nikola Dedovic sticht heraus. Er erzielt insgesamt 5 der 21 Tore für die Wasserfreunde. Heute also ein souveräner Sieg, morgen dann die richtige Herausforderung. Genau, Hannover ist der klare Favorit jetzt im Halbfinale und wir haben uns vorgenommen, zu gewinnen natürlich. Bereits morgen findet das Finale in der Sport- und Lehrschwimmhalle Schöneberg statt. Dort werden die Spandauer, wie erwartet, auf ihre Dauerrivalen vom WASPO 98 Hannover treffen. Der letzte Schritt zum Sieg des DSV-Pokals ist also schwer, aber nicht unmöglich.